wer, was ich bin. Warum soll ich mich, damit ich ruhen möge, drinnen? Wie soll ich leben im Innern mit unserer atmenden Haut? Die Einsamkeit mit unserer atmenden Haut. Eintönigem Himmel, ein paradiesischer Garten dort draußen. Lebendig allein in der Wärme, eine Begegnung aus denkbar weiter Entfernung. Wo aber sind die Freunde? Und zu wohnen einsam. Wir wollen uns näher verbergen, ins Ungenaue, aber zeitlos und raumlos, nach Hause.
für sich allein ist. Nicht nur, dass die Produktivität nachlässt, man verstockt auch für jeglichen menschlichen Kontakt. Vollständig in sich selbst. Deine Sehnsucht. Wunderlich. Und manchmal schwebst du leicht und wunderbar. Auch wenn wir es nicht erreichen. Und ich weiß noch nicht. Ich reife seltsam. Was wird mit mir geschehen? Die ganze Zeit. Auch schreibt ein ferner Freund dir einen Brief. Verschwand, um später an einem anderen Ort wieder zu erscheinen, an eine Zeit, die vorbeischien, dann wieder noch verschwand, um wieder später wieder an einem anderen Ort wieder zu erscheinen, an eine Zeit, die vorbeischien, so immer wieder nur verschwand, um wieder später wieder an einem anderen Ort wieder zu erscheinen, einem anderen Ort, als der Tag unmittelbar auf die Nacht folgte und die Nacht auf den Tag. Des Lebens sind verschieden.
Thank you.
Gleiche ist Nacht und Tag. Die Zeit verrinnt und schweigen den Nachmittag durch. Wie du wohl träumen magst. Ewig ist die Dauer des Schlafs. Schlaf. Schlaf tief und quäl dich nicht. Schlaf. Schlaf tief und quäl dich nicht. Alles ringsum schlief ein. Wand, Boden, Bettzeug, Bilder schliefen ein. Tisch, Teppich, Riegel, Haken schliefen ein. Du träumst. Wer weiß, es bilden Augen sich im Raum und wohne bei. Ein roter Finger taucht in deine Stirne. Wer hat solche Ängste erfunden? Wir. Wir stehen alle in den Einsamkeiten. Wir warten, wir mühen uns um Zeichen oder Gesten. Wir sind so einsam. Thank you.
Menschen das bemerken. Eine Art Verlust. Es wundert sich der Mensch. Sie wissen nicht, dass du es bist. Ahnten nicht. Sie fühlen dich nicht. Wer spricht es aus, was uns geschah? Das sage ich nicht mehr. Ich sag's nicht, weil keiner es sagt. Es weiß ja jeder. Mehr sag ich nicht. So fasst uns das, was wir nicht fassen konnten. Es ist ein Weinen in der Welt. Zerstörend. Weltende. Unendliche Geheimnisse. Ich habe aufgehört zu weinen. Ich weiß nämlich, wie heillos sich das mit der Zeit auswirken kann. Ich lebe mein Leben und du erblickst in Wolken jenen Stern, der durch so viele Jahre deine Welt geschützt hat. Nicht dich habe ich verloren.
ist nicht